Mein Name ist Christoph Brunner und ich arbeite für AEE Intec. Wir sind ein Forschungsunternehmen, das sich mit Ressourceneffizienz und erneuerbarer Energie beschäftigt. Sich mit der Membrandestillation in neuen Bereichen zu beschäftigen, kam in Gesprächen, wo wir darüber nachgedacht haben, wie können wir die Technologie der Membrandestillation, die in der Vergangenheit hauptsächlich für die Meerwasserentsalzung eingesetzt wurde, auch im Industriebereich einsetzen, beziehungsweise die Galvanikindustrie. Es wird immer wieder reines Wasser in diese Bäder reingebracht und dadurch ist die Konzentration in diesem Galvanikbad nicht mehr dieselbe wie zu Beginn eines Prozessschrittes. Und diese Abtrennung dieses Wassers aus dem Galvanikbad passiert eben mit der Membrandestillation. Und dann war die große Fragestellung, wer kann so eine Versuchsanlage realisieren, die dann auch wirklich vor Ort zum Einsatz kommen kann. Mein Name ist Robert Gampmeier. Ich bin seit ca. 15 Jahren technischer Leiter der Firma Rotrit Abwasserreinigung GmbH. Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der Deponie-Sickerwasserreinigung und der Membranfiltrationstechnologie. AEE Intec ist mit der Idee für ein Forschungsprojekt an uns herangetreten. Unser Part war es, die theoretischen Ideen in eine machbare Lösung zu bringen. Das heißt, es wurde eine Pilotanlage gebaut. Diese ist jetzt bei unserem Partner Roto Frank im Einsatz. Der Anlagenaufbau bei der Membrandestillation besteht aus zwei getrennten Wasserkreisläufen. Das heißt, die gesamte Flüssigkeit aus diesem Galvanikbad wird durch das Membrandestillationsmodul durchgeleitet. Dabei wird Wasser abgetrennt und die ursprüngliche Konzentration dieser Galvanikflüssigkeit, die wird wieder zurückgebracht in das Galvanikbad. Durch die Membrandestillation werden einerseits Chemikalien eingespart, das ist natürlich gut für die Umwelt, ich spare mir Energie ein und durch das Einsparen von Energie und von Chemikalien habe ich natürlich auch einen finanziellen Gewinn in meinem Gesamtunternehmen.